Ich mach das in dem Beispiel mit dem Gartenkronenrasen. Auf jeden Fall zeige euch das jetzt mal. Und ich zeige dann irgendwann, gebe ich mal ein Update, wenn ihr das wollt, schreibt in die Kommentare, wie das denn aussieht nach ein paar Wochen. Ja, ich nehme jetzt erstmal eine Hake. Hack das erstmal ein, die Stellen, die ich haben will. Zum Beispiel die hier, hack das erstmal ein. Also ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass es warm ist. Es darf kein Frost sein. Das ist mir ganz wichtig. Kein Frost. Und macht auch, also ihr könnt auf jeden Fall von Mai, März bis Oktober machen. Heute ist der Zeitungsstellungstag, das Videodreh, Sonntag eben. Ich mache eben ein bisschen hier. Unkraut könnt ihr dann auch noch rausmachen. Aber das mache ich dann jetzt. So, jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal gehakt. Also das alte Unkraut auf jeden Fall auch rausnehmen. Ich nehme mir einfach so ein Dünger. Ich nehme mir einfach so einen Rasen. Ich stelle jetzt mal die Kamera. So Leute, hier meine Infokarte, da habe ich, also da oder da, da habe ich gezeigt, wie man englischen Rasen bekommt. Das ist glaube ich mein drittes Rasenvideo. Auf jeden Fall hier die Behälter aufmachen. Immer so ein bisschen Rasen auf die Hand. Dann auf jeden Fall einfach hier ein bisschen rüber streuen. Einfach ein bisschen rüber streuen und da habe ich eben auch gesagt, unter anderem, wie man ihn bekommt. Da habe ich auch gesagt, hier muss mal Rasen gesät werden. Und ja, wir machen es eben mit Schattenrasen. Mit dem hier. Ja. Kommt, nee, warte mal. Ich muss mal gucken. Das mache ich jetzt am besten. Ich mache jetzt einfach mal Pumpney. So hier. So. Ist natürlich keine Werbung für Gartenkrone. Nochmal zum Anmerken. Da habe ich eben auch einfach gesagt, dass hier immer Rasen gesät werden muss. Weil hier eben wieder Zeit werden muss. Sieht der auf jeden Fall aus. Der kostet so. Ich habe den jetzt von Haruka Baumarkt. Oder wir. Jahre schon. Ja. Macht es auf jeden Fall an warmen Tagen. Und macht es nicht, bitte nicht im Sommer. Warum nicht im Sommer? Oh Gott, ja, also man kann ja auf jeden Fall auch viel nehmen. Warum nicht im Sommer? Ja, das hat Gründe. Die sag ich euch jetzt. Ja, warum nicht im Sommer? Ja, Sommer würde ich nicht sehen, weil, ja, wenn es eben so ist, weil das eben sehr warm denn ist. Jetzt ist noch schön der Boden locker, also auf jeden Fall, ich würde euch empfehlen, bis es warm wird, das gemacht zu haben, weil dann wird es ja gut. Hier machen wir das eben, die gießen wir einmal ein bisschen an, für die Rasenfläche und natürlich auch Staunen ist für mein, ja, dann zeige ich gleich den nächsten Schritt, ich will ja auch noch in anderen Stellen sehen. So. So Leute, jetzt muss ich sehen, jetzt muss ich hier auch noch machen. Am Ende zeige ich aber auch noch, wie es einhakt. Dazu aber später. So mache ich jetzt auch erstmal. Hier will ich auch mal. Hier sind ja auch die Mülltonnen zu Ende. Also da fangen die Mülltonnen an. Ich zeige euch das mal. Da. Und da habe ich eben gesät da hinten. Und da muss ich nicht sehen, weil irgendwann wollen wir das mal richtig verkleiden. Also dann auch was hinterbauen, weil wenn das hier mal feststehen, dann würde ich dann vielleicht hier auf dem Gartenkanal, auf dem Gartenkanal hier was posten oder ein Video dazu machen. Also ja, abonniert da ein bisschen auf den Kanal und aktiviert auch die Glocke dafür. Ja, dass ihr den informiert mit. Video rauskommt, wenn dieses Video auf jeden Fall rauskommt.
in den nächsten Monaten, wenn wir so überhaupt Kuchen machen. Aber ich schätze schon, dass ein Eislauf könnte einfach den Eimer machen. Natürlich nicht als Kompost benutzen. Kompost, also da habe ich auch mal ein Video gemacht, hier eine Infokarte, was in den Kompost da rein darf und was nicht. Ja, weil diese Kehle machen manche und die schmeißen einfach dies das rein. Aber das will ich, also irgendwelchen Kram rein, wo sie denken von Pflanzen oder auch von Gemüse. Wo sie denken, ja, werfen. Nee, das nicht machen. Aber dazu will ich jetzt nichts sagen, weil das seht ihr dann im Video. So. Auf jeden Fall, auch hier mache ich es wieder so. Ich habe es jetzt einmal durchgehackt. So. Hier mache ich das genauso. Auch aufpassen, weil hier ist so ein Ding und denn, wenn ihr nicht aufpasst, dann knallt alles raus. Hier hat sich jetzt viel genommen. Ich verballere immer so viel. Auf jeden Fall auch so eine Hand hier. Ugh. Oh! Ja. Ja, schön. Ich will auch einfach so hin. Oder da nicht zu viel nehmen. So. Und auf jeden Fall. Reicht das hier? Ja, ne? Guckt mal. Könnt ihr hier nochmal ein bisschen. Könnt ihr hier nochmal ein bisschen machen? Schattenrasen kann ich auch nur für den Rasenschatten empfehlen. Weil der ist extra nur dafür gemacht. Ja, so günstig ist das ja auch nicht, ne? Ihr wisst schon. Heutzutage ist es nicht mehr so günstig, auf jeden Fall den Seen gießen. Oh Gott, ich darf nicht zu viel. Hier auf jeden Fall auch nochmal. Jetzt ein bisschen zu viel. Dennoch. So. So Leute, dann nimmt ihr die Hake und macht das vorsichtig rein. Also, die könnt ihr dann auch einfach so häsen. Auf jeden Fall so macht ihr das. Auch wirklich nicht zu viel Staunässe davon liegen werden. Weil ihr wisst, na, am Anfang viel gießen. Denn ja. Regelmäßig, aber es ist eben der Schatten, das dürft ihr auch nicht vergessen, weil im Schatten wächst das eh nicht so doll. Ja, wie lange dauert das ungefähr? Ja, so sagt die Verpackung hier. Man kann auf jeden Fall nachsehen, 14 bis 18 Tage, auf jeden Fall März bis Oktober, ihr seht schon. Ihr könnt auch einen Rasensprenger nehmen. Ja, es dauert auf jeden Fall ein bisschen, also 7 bis 14 Tage würde ich sagen, auf jeden Fall hier hätte ich auch machen können, aber also sonst sehe ich da auch noch mal ein bisschen nach, aber das mache ich jetzt nicht mehr, auf jeden Fall so sieht es aus, ja das ist hier ein bisschen doof, ja das war ein bisschen Dreck drin, ja auf jeden Fall, ja ein bisschen viel raufgeklatscht, aber wenn ihr viel aufmacht, naja, ihr müsst nicht zu viel, dann habt ihr auf jeden Fall schönen Rasen. So sieht es auf jeden Fall aus. So sieht es hier aus. Weil das war's mit hier mit dieser Rasenreihenfolge. Ich habe euch heute mal gezeigt, wie man den Rasen richtig sieht. So macht man es richtig. Von Anfang bis Ende. Ich kann dann ein Update in ein paar Wochen geben. Ja, wie das denn eben aussieht. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Wenn ihr wollt, dann kommen mehr so eine Rasenvideos. Ich kann gerne auch mal zeigen, ich mähe richtig. Aber es werden auf jeden Fall auch Rasenvideos kommen in den nächsten Jahren. Aber jetzt auch hier dieses Jahr. Natürlich auch Gemüse, Obst, alles weiterhin. Alles, was vorher gekommen ist, habe ich tausendmal schon wiederholt, kommt weiterhin auch. Das war's im Video. Wir sehen uns morgen. Ein Abspann. Die letzten Videos habt ihr, dann seht ihr die anderen Videos auch noch alle. So macht man es richtig und damit